Willkommen zurück. Heute geht es um den Cournot-Wettbewerb. Es gibt in der Wettbewerbstheorie verschiedene Oligopolmodelle. Das sind also Modelle, bei denen nur wenige Firmen im Wettbewerb stehen, deswegen Oligopol. Und die typischen, die bekanntesten Modelle sind der Cournot-Wettbewerb, der Bertrand-Wettbewerb und der Stackelberg-Wettbewerb. Manche von Ihnen haben das vielleicht schon in der Einführung gesehen. Diese Modelle sind zum Teil schon recht alt, zum Teil stammen sie schon aus dem 19. Jahrhundert, lange bevor die Spieltheorie erfunden wurde. Aber trotzdem, was sich erst später herausstellte, sind sie alle spieltheoretische Modelle und tatsächlich sind das Cournot-Gleichgewicht und das Bertrand-Gleichgewicht und auch das Stackelberg-Gleichgewicht alles nur Beispiele für Nash-Gleichgewichte in solchen Spielen. Allerdings sind die Spiele nun mal unterschiedlich. Insbesondere das Cournot-Gleichgewicht geht davon aus, dass die Firmen ihre Mengen wählen, und zwar alle simultan, ohne zu wissen, wie viel die anderen anbieten werden. Und dann ergibt sich der Preis von selbst auf dem Markt. Also es ist ein Marktpreis, der den Markt räumen wird. Und dann bekommen die Firmen ihren Gewinn. Und im Bertrand-Modell ist es etwas anders. Da wählen alle Firmen simultan ihren Preis und dann wird so viel auf den Markt geworfen, wie der Markt eben hergibt. Also wiederum die markträumende Menge. Insofern sind diese Modelle ähnlich, da beide Simultanspiele sind. Allerdings ist die Strategienmenge eine andere. Einmal ist es eine Mengenwahl und einmal ist es die Preiswahl. Wir schauen uns jetzt als Beispiel den Cournot-Wettbewerb etwas genauer an. Das heißt, die Firmen wählen ihre Menge. Dazu müssen wir erstmal bestimmen oder annehmen, wie die Nachfrage sich bestimmt. Wir machen hier den allereinfachsten Fall, nämlich eine lineare Nachfrage der Form 1 minus Q. Also sieht die Nachfragefunktion ganz einfach aus. Hier ist P, hier ist Q und dann haben wir hier einfach 1 minus Q. Wir mogeln hier immer ein wenig, weil wir tun so, als würde diese Funktion hier weitergehen. In Wirklichkeit ist natürlich ab diesem Moment dann der Preis 0. Das ist aber in der Regel nicht relevant, weil dieser Bereich von den Firmen nicht gewählt werden wird. Aber manchmal muss man ein wenig aufpassen. Also hier aufpassen, das ist eigentlich keine Funktion, die natürlich da weitergeht. Groß Q steht einfach für die Menge von beiden Firmen, also Q ist gleich Q1 plus Q2. Dann brauchen wir noch eine Annahme über die Kosten. Die Kostenfunktion hier ist ganz einfach und linear. Wir gehen davon aus, dass jede Firma zu Stückkosten von klein c produzieren kann, wobei klein c kleiner ist als 1, weil sonst würde man überhaupt nicht produzieren. Sonst würde schon die erste Einheit mehr kosten, als was man dafür bekommen kann. Also, es sind konstante Stückkosten oder auch konstante Grenzkosten von klein c. Was brauchen wir noch? Das ist eigentlich schon alles. Wir können jetzt die Gewinnfunktion der Firma I hinschreiben. Und was ist das? Das ist natürlich einfach der Erlös minus die Kosten. Und was ist der Erlös? Ganz einfach Preis mal Menge. Also die Firma verkauft QI-Einheiten zu einem Preis von P. Minus die Kosten, die Gesamtkosten, und wir können die Gesamtkosten natürlich jetzt einfach hinschreiben, indem wir diese Funktion hier oben einsetzen. Außerdem können wir die lineare Nachfragefunktion einsetzen und dann bekommen wir das hier, QI mal 1 minus Q1 minus Q2, das ist nichts anderes als der Preis nach wie vor, minus die Kosten, die Grenzkosten oder die Stückkosten. Und damit kann man auch in diesem linearen Fall, nur in diesem linearen Fall, kann man jetzt den Gewinn auch schreiben, einfach als Menge mal Stückgewinn. Das ist der Ausdruck in den Klammern hier, das ist der Gewinn pro verkaufter Einheit. So, wenn ich jetzt ein Nash-Gleichgewicht bestimmen möchte, muss ich
mir das Maximierungsproblem von Firma 1 anschauen und dann das Maximierungsproblem von Firma 2. Da beide aber natürlich nicht wissen, wie viel die andere Firma anbieten wird, gehen wir jetzt erstmal davon aus, besucht ja ein Nash-Gleichgewicht, dass die andere Firma, jetzt in diesem Fall die Firma 2, Q2 produzieren wird. Und wüssten wir das, was wäre dann unsere beste Antwort? Das heißt, wir werden jetzt für beide Firmen ihre beste Antworten für hypothetische Werte der anderen Firma ansetzen und dann suchen wir ein Gleichgewicht. Was machen wir also? Wir nehmen also die Gewinnfunktion, setzen wir sie ein und maximieren sie bezüglich Q1. Das heißt, das schreit nach einer ersten Ableitung. Das machen wir also, die Bedingung erster Ordnung. Wir leiten unsere Funktion hier ab nach Q1, dann bekomme ich 1 minus 2 mal Q1, weil natürlich hier ein Quadrat ist, minus Q2 minus c und setze das gleich 0. Dann kann ich das einfach auflösen nach Q1 und dann bekomme ich, was genannt wird, eine Reaktionsfunktion oder eine beste Antwortfunktion. Das ist das Gleiche. Reaktionsfunktion heißt also, so würde die Firma 1 auf jede mögliche Menge von Firma 2 reagieren. Und zwar auf diese Art und Weise. Q1 ist also dann 1 minus Q2 minus c halbe. Man sieht also, die Reaktion der Firma 1 ist negativ bezüglich der Menge von Q2. Das heißt also, umso mehr die zweite Firma anbietet, umso weniger wird die Firma 1 anbieten. Außerdem ist sie negativ abhängig von den Kosten. Das ist nicht überraschend. Umso teurer es ist zu produzieren, umso weniger wird die Firma anbieten. So, und jetzt können wir es uns leicht machen, da alles symmetrisch ist. Sie können das überprüfen. Alles ist genau symmetrisch. Die haben ja die gleichen Kosten. Finden wir auch für die Firma 2 genau die gleiche Reaktionsfunktion, außer dass natürlich jetzt hier Q1 steht anstatt Q2. So, wie finden wir jetzt ein Gleichgewicht? Das wissen wir, was beide machen würden, gegeben der andere würde so und so viel anbieten. Wir müssen einfach, man kann die gleichsetzen oder einfacher, man kann dieses hier einsetzen. Das heißt, wir können also die Reaktionsfunktion nehmen von Firma 2 und setzen die in die Reaktionsfunktion von Firma 1 ein und dann wissen wir, was das Gleichgewicht ist. Das heißt, wir wollen letztendlich einfach den Schnittpunkt dieser beiden Reaktionsfunktionen. Ich habe jetzt hier nochmal die Reaktionsfunktion von Firma 1 hingeschrieben und hier ist sie schon eingesetzt. Das ist die von Firma 2 eingesetzt. Und wenn wir das noch ein bisschen vereinfachen, dann kommen wir ganz leicht auf die Menge von Q1 gleich 1 minus c Drittel. Und da alles für die Firma 2 ganz symmetrisch ist, bekommt auch die Firma 2 exakt dieselbe Cournot-Menge. Das heißt also, im Cournot-Gleichgewicht bieten beide Firmen 1 minus c Drittel an. Wie gesagt, das ist jetzt nur für den Fall, dass wir hier so wunderbar lineare Kosten und Nachfrage haben. Das ist der einfachste Fall überhaupt. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Wir nehmen die erste Ableitung, finden die Reaktionsfunktion und setzen die ineinander ein. Und dann haben wir ein Gleichgewicht. So, jetzt können wir auch noch rausrechnen, was ist denn der Preis? Der Preis, da müssen wir einfach nur die Mengen, die große Gesamtmenge hier einsetzen in die Nachfragefunktion oder besser gesagt inverse Nachfragefunktion. Das wäre also 1 minus 2 mal, weil wir ja zwei Firmen haben, was die jeweils anbieten, 1 minus c Drittel. Und dann komme ich auf einen Wert von 1 plus 2c geteilt durch 3. Oder wenn ich es etwas umforme, dann wird noch etwas klarer, nämlich beide Firmen werden einen Markup machen, das heißt, sie werden mehr verlangen, einen höheren Preis verlangen als oder einen höheren Preis bekommen als die Grenzkosten. Also nicht wie bei perfekten Wettbewerb, wo der Preis gleich den Grenzkosten wäre. Hier bei einem Oligopol finden wir, dass der Preis größer ist als die Grenzkosten und zwar genau um diesen Faktor hier, der immer positiv ist, da ja c kleiner 1 ist. Und jetzt können wir auch noch die Gewinne ausrechnen, indem wir das alles einsetzen. Wir kennen jetzt den Preis, wir kennen ja die angebotene Menge. Einfach alles einsetzen, noch ein bisschen vereinfachen und dann kommen wir auf diesen Gewinn 1 minus c Quadrat Neunte.
Und das ist für beide Firmen derselbe Gewinn, weil alles symmetrisch ist. So, grafisch kann man das auch ganz gut darstellen, und zwar auf folgende Art und Weise. In einem Diagramm, auf dem auf der einen Achse Q1 steht, auf der anderen Seite Q2. Und in diesem Diagramm kann ich jetzt die beiden Reaktionsfunktionen gut darstellen, die wir vorher ausgerechnet haben. Gehe nochmal zurück. Die Reaktionsfunktionen hatten wir hier berechnet. Sie sehen, das sind lineare Funktionen mit der Steigung minus 1/2. Ne? Und da kann ich die natürlich in dieser Grafik darstellen. Jetzt muss man natürlich beachten, dass einmal diese hier, die hat tatsächlich die Steigung von minus 1/2. Warum? Weil das die Reaktionsfunktion von Firma 2 ist bezüglich Q1. Und Q1 steht ja auf dieser Achse. Jetzt, wenn ich in dieselbe Grafik auch noch die Reaktionsfunktion von Firma 1 einbauen möchte, dann steht die quasi um 90 Grad gedreht. Das wäre dann diese hier. Und die hat natürlich jetzt, wenn man sie um 90 Grad drehen würde, hätte sie natürlich auch eine Steigung von minus 1/2. In dieser Orientierung hat sie natürlich dann eine Steigung von minus 2. So, wie finde ich jetzt das Cournot-Gleichgewicht? Ganz einfach, es ist der Schnittpunkt dieser beiden Reaktionsfunktionen. Dieses hier ist das Cournot-Gleichgewicht. Und das muss natürlich 1 minus c Drittel sein. Was ist das hier eigentlich für ein Punkt? Nun ganz leicht, das ist der Punkt, den die Firma anbieten würde, in diesem Fall die Firma 1 anbieten würde, wenn die Firma 2 gar nicht auf dem Markt wäre. Oder dieser Punkt hier, das ist der Punkt, den die Firma 2 anbieten wird, wenn die Firma 1 gar nicht auf dem Markt ist. Und das ist nichts anderes als das Monopol. Das ist die Monopollösung. Und wer sich vielleicht erinnert aus der Mikro, aus der Einführung, in diesem linearen Fall wäre das gerade 1 minus c halbe. Das ist also die Menge, die man anbieten würde, wenn die andere Firma nicht auf dem Markt wäre. Aber die andere Firma ist auf dem Markt und da muss man sich darauf einstellen. Und dann findet man im Cournot-Gleichgewicht eben diese etwas niedrigere Menge, 1 minus c Drittel, als Gleichgewichtsmenge. Nun kann man sich auch fragen, ja, wie wissen denn die Firma, was die andere Firma jeweils anbieten würde? Und da ist natürlich eine sehr gute Frage, das weiß die andere Firma nicht a priori, aber sie kann es vielleicht lernen. Und da gibt es auch einen ganz einfachen sogenannten Cournot-Lernprozess, der dazu hinführen würde. Nehmen wir mal an, die Firma hätte keine Ahnung, was sie anbieten würde. Und sie starten einfach irgendwo mit irgendwelchen beliebigen Mengen. Nehmen wir an mal, sie würden starten mit dieser Mengenkombination. Und eine Runde später würde jetzt also die Firma 2 sagen, aha, ich vermute, Firma 1 wird diese Menge hier anbieten, genauso wie letzte Runde. Meine beste Antwort wäre dann das da. Wenn die Firma 1 genauso denkt, wird sie auf ihre Reaktionsfunktion springen und dahin gehen. Und das heißt, unsere nächste tatsächlich gewählte Menge wird hier sein. Das heißt, in einem ersten Schritt gehen wir dahin. Und Sie sehen, dass in jedem weiteren Schritt wir uns diesem Cournot-Gleichgewicht nähern. Und zwar tatsächlich, wenn wir Glück haben und unsere Reaktionsfunktion haben diese Arten von Steigung, wie sie haben. Sie steigen, also die Reaktionsfunktion von 1 ist steiler als die von 2. Dann wird es immer so sein, dass wir von allen möglichen Punkten, Sie können auch hier oben anfangen oder hier unten anfangen oder hier, spielt keine Rolle, Sie werden immer zum Cournot-Gleichgewicht konvergieren. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Interpretation dieser Geschichte. Selbst wenn die Firmen nicht wissen, wie sie genau dahin, was die andere Firma genau anbieten wird, werden sie trotzdem dorthin konvergieren und im Cournot-Gleichgewicht landen. Das war's für dieses Thema.